Hallo Wander- und Outdoor-Freunde und herzlich willkommen bei einer neuen Wanderung mit Adventure Trails. Ja, wir sind heute in Traben-Traber an der Mosel und wollen den Seitensprung Moseltalschanzen gehen. Der ist relativ lang, um die 16 Kilometer, ein bisschen mehr und hat etwa 700 Höhenmeter, also relativ anspruchsvoll, hat auch die Kategorie schwer. Es ist noch relativ frisch, aber wir sind motiviert. Ja, wenn ihr Lust habt auf eine neue Wanderung mit uns, dann kommt mit. Ja, noch so ein paar Einzelheiten hier von der Moselsteig-Seitensprung, die Moselschanzen. Schanzen passt schon gut, man schafft sich hier so die Weinberge hoch und runter, also hier so die Wege ein bisschen. Ja, die Strecke ist 16,5 Kilometer oder sowas. Ja. So um die 16 Kilometer lang. Und ja, wir warten mal, was der Weg noch so zu bieten hat. Man muss auf jeden Fall trittsicher sein und ein bisschen Kondition mitbringen. So, hinter uns seht ihr noch den Wildstein. Das ist ja so ein kleiner Seitensprung, wieder auf dem Seitensprung, der ausgeschildert ist. Ein kleiner Umweg, den wir jetzt gemacht haben. 800 Meter hin, 800 Meter zurück. Nee, 400 okay. 400. Ich weiß nicht. Es waren insgesamt 800. Wir gucken gleich nochmal auf dem Schild. Ansonsten, ja, wir haben uns größer vorgestellt, aber es sind so aufgeschichtete Steine. Und ja, wer will, kann sich da angucken. Und wir gehen jetzt zurück und folgen wieder den Weg. Genau. Es waren dann doch 400 und nicht 800 Meter. Wer hat recht? Du.
kleiner Tourhinweis, wir sind jetzt hier an der neuen Bundesstraße entlang, dann geht es unter einer Unterführung durch, dann auf der anderen Seite läuft man noch so ein bisschen parallel und dann geht es wieder in den Wald rein und hier muss man aufpassen, denn hier kreuzt sich der Weg oder geht hier zusammen mit dem Moselsteig, Bernkastler Bärensteig, ne? Das ist der Seitensprung Bärensteig. Seitensteig, ja, genau. Bärensteig und muss man halt aufpassen, die laufen über denselben Weg, dass man da die Wege nachher nicht vertauscht und wieder aber am falschen Ort rauskommt. Auf den Schildern vom Seitensprung, das sind also kleine Schilder mit diesem grünen Zeichen, da steht unten immer drauf, welcher Weg gemeint ist. Man muss halt nur hinkugeln. Genau. Ja, wir haben uns jetzt hier den Berg rauf geschoben und sind jetzt hier an dem Bereich Kracher Schanze. Hier sind rechts und links so Gräben, wie ihr seht, und hier war halt mal ja, ein Schlachtfeld. Hier hat sich die preußische Armee damals vor den Franzosen versteckt. Die haben sich hier oben halt eingeschanzt und daher die Kracher Schanze. Und hier hinter dem Wall und vor dem Wall sieht man halt überall noch diese Grabenanlagen davon. Ja, wir sind schon wieder fast am Ende der Tour. Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß mit der Tour. Ja, unser Resümee zur Tour. Also der Weg zieht sich immer mal, der hat wunderschöne Passagen zwischendurch, aber halt auch immer wieder nur zwischendurch. Da sind dann immer wieder mal so Wege, die einfach nur Zubringerwege sind, finden wir. Ja, die auch jetzt nicht so schön gemacht waren oder recht gefahren waren von großen Traktoren. Zumindest ein paar Tage davor. So ja, sah es aus. Ja, war sehr matschig. Natürlich ist es auch nicht unanstrengend. Also es sind insgesamt, glaube ich, 670 Höhenmeter, also ungefähr 700 Höhenmeter. Und das merken wir jetzt. Genau. Also der Weg, wie gesagt, hat sehr schöne Passagen zwischendurch. Und auch schöne Ausblicke. Und schöne Ausblicke, ja, genau. An der Mosel, Bernkastel jetzt hier hinter uns auf der Tal runter. Also wie gesagt, viele schöne Passagen, aber zwischendurch immer mal wieder ja, Zubringerwege, die halt nicht, ja, nicht so schön sind. Aber trotzdem, ja, war schön zu gehen. Jetzt, ja, sind wir aber auch platt mit 16,5 Kilometern. Ja. Beziehungsweise wir haben ja noch den Umweg gemacht zu diesem Stein. Ne? War ja noch ein Kilometer mehr. Genau. Wir hoffen, ihr hattet wieder Spaß. Lasst uns ein paar Kommentare da. Und wir sagen bis zum nächsten Mal bei Adventure Trails. Tschüss.